Aber okay, wir schauen uns vielleicht das Endprodukt sogar mal an. Vielleicht gibt es ja da irgendeinen Mitschnitt. So, jetzt haben die beiden gewechselt. Er wollte irgendwas essen. Ich glaube, wir müssen noch irgendwas machen mit den Brötchen. Können wir noch mal mit ihm reden? Hey, Haiku. Miau, Mann. Ich will ihn nichts mehr fragen. Okay, gut, dann gehen wir noch mal zu ihm hier. Ah. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, aber in dem Gebüsch da drüben hängt ein Hornissennest. Hornissen? Ah, das erinnert mich an einen Film, in dem ich mitgemacht habe. Die schwarze Hornisse. Hä? Ja, bestimmt. Die schwarze Hornisse? An den kann ich mich gar nicht erinnern. Wohl etwas vor deiner Zeit, schätze ich. Was passiert denn da drin? Tja, warte mal. Was passiert nicht da drin? Ich wurde erschossen, erstochen, an Piranhas verfüttert, hing unter einem Fesselballon und wurde von einem Zebra plattgetrampelt. Nein, ich meine, was war die Handlung? Wie Handlung? Was? Was ist eine Handlung? Möchten Sie ein Brötchen? Bloß nicht. Das letzte, das ich probiert habe, hat mir fast die Füllungen gezogen. Möchten Sie diesen Sirup? Nee, danke, Kumpel. Ich mag das Zeug nicht. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Oh, da sage ich nicht nee. Ah. Okay. Gut, ich spreche noch mal mit Hawks, ob es da irgendwas Neues gibt. Mr. Hawks, ich habe mich gefragt, ob... Nicht jetzt, ich muss einen Film machen. Zeit für den Stunt, Savage. Kurzer Anlauf, dann springen Sie auf die Planke und fliegen mit einem Salto über die Palisaden. Bitte, was soll ich? Planke, Salto, Palisaden. Drüber weg. Ganz leicht, das könnte jedes Kind. In meinem Alter? Sie scherzen wohl. Ich könnte Sie leicht ersetzen, Savage. Jo, durch einen arthritischen Gorilla. Mich ersetzen? Hören Sie doch auf. Das hier könnte der letzte Stunt sein, den ich je mache. Ich muss erst mal drüber nachdenken. Mich in die richtige Stimmung bringen. Eine Selbstmordlaune wäre dem Stunt angemessen. In Ordnung, tun Sie das. Wir machen so lange Mittagspause. Oh, prima. Ich bin am Verhungern. Bleiben Sie genau da hocken, Savage. Und gehen Sie in sich. Du bist ein wahnsinniger Verklemmarsch. Okay, wir kommen da gleich nochmal hin. Ein Brett, das sehr gewagt auf einem Fass balanciert. Die Palisaden sind umgeben von einem trockenen Graben, in dem angespitzte Holzpfähle stecken. Ich werde doch nicht Hawks noch wütender machen, indem ich an seinen Requisiten rumfummle. Da springe ich auf keinen Fall rüber. Diese Pfähle sehen verdammt echt aus. Sind sie wahrscheinlich auch. So, wir gehen mal kurz gucken, ob wir hier diese Pseudopiraten hier ansprechen können. Die Zugbrücke ist oben. Ich sehe weder eine Möglichkeit, die Zugbrücke herunterzulassen, noch einen Grund, warum ich das wollen sollte. Warum ich das wollen sollte? Okay, da können wir runter. Die Piraten sind weg. Ich glaube, wir müssen den Pfannkuchen ein bisschen modifizieren und ihnen dann zu essen geben. Irgendwie so war das. Wir nehmen mal noch einen mit. Schwupps. So, okay. Und jetzt gehen wir erstmal hier nach hinten. Mal schauen, was da so lümmelt. Sehr musikarm. Seit einer gewissen Zeit. Kommen wir da jetzt nur rumge... Ja, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, es geht da nach hinten. Er läuft ja nur rum. Was denn das? Ja, gut, das hat sich ja gelohnt. So, ich glaube, wir müssen das so machen, oder? Ja. Ja, das läuft. Okay, das ist eingesaut. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit den Bienen zu tun. Wir gucken mal, ob wir da so einen Honig reinmachen können. Nee. Okay. Das Brötchen? Schwupps.
Hornissengesuche. Gefällt den Hornissen gar nicht. Ah ja, okay. Gut, ich hab gerade eine Vorstellung. Eine kleine Vorstellung. Können wir ihn noch mal irgendwas fragen? Irgendwas über den Film oder so? Ah. Ich habe mich mit Mr. Savage unterhalten, dem Stuntman. Geht es ihm gut? Warum fragen Sie? Er hat nur wirres Zeug geredet. Klar, der ist Engländer. Was? So, wir geben jetzt den Typen sowas? Was hast denn da? Noch einen Pfannkuchen, Bird? Klar, nur zu. Und? Von dem Pfannkuchen tropft Ahornsirup wie ein Wasserfall über Birds Doppelkinn. Hey, Mist! Du hast ja Sirup auf die Pfannkuchen getan. Und jetzt bin ich ganz eingesaut. So, jetzt wecken wir die Hornissen. Ich glaube, irgendwie war das so? Dann springt der wahrscheinlich von selbst rüber da. Gefällt den Hornissen gar nicht. Was? Jetzt weiß ich, warum der Busch summt. Hornissen. Kamera ab. Das hier muss einfach gut werden. Man halt die Fresse! Schnitt! Kopieren. Das war brillant, Leute. Boah, schrei doch noch lauter. Ja, das war so brillant. Okay. Die nächste Szene spielt unten am Strand. Das ist die Szene, wo Hawkins den Schatz in der Krebshöhle findet. Sind das zufällig riesige Killerkrebse? Riesige mutierte Killerkrebse und tierisch schlecht drauf. Das war in der Tat umwerfend. Der Felsen, den ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Ah. Okay, müssen wir uns mit den Leuten jetzt noch befassen hier? Hey, Sie! Störenfried! Wer? Ich? Was ist denn jetzt schon wieder nicht in Ordnung? Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder Sie fliegen raus. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse polieren. Das kleine Zelt wirkt wie eine Außentoilette aus Zeltplane. Man kann mal reingucken. Hey, Surferboy, bleib da weg. Oh, was ist diesmal los? Das ist das Zelt für Maske und Garderobe. Da hast du nichts zu suchen. Sieht aus, als dürfte ich nicht zum Kinderschminken heute. Oh, das ist aber schade. Das ist sehr schade. Okay, wir müssen die irgendwie loswerden. Ne? Ja? Ah. Sie sehen nicht sehr fröhlich aus. Warum sollte ich fröhlich sein? Schauen Sie sich diese Höhle an. Da soll angeblich der Schatz versteckt sein. Und? Schauen Sie doch hin, die Höhle ist Müll. Sieht so vielleicht ein Ort aus, wo irgendwer seinen Schatz verstecken möchte? Ich hätte mir von den Bühnenbildern eine richtige Höhle bauen lassen sollen. Eine cinematische Höhle. Was meinen Sie mit cinematische Höhle? Eine mit Dramatik. Gefahr. Eine, die aussieht wie der Mund eines riesigen Steinschädels, wäre cool. Aber ich wäre ja schon mit Dramatik und Gefahr zufrieden. Warum drehen Sie nicht in der Höhle, oben in den Felsen am Ende des Strandes? Wir haben keinen Stuntman mehr. Hey, ich mache den Stunt. Danke für das Angebot, aber wenn Sie runterfallen, verklagen Sie uns doch. Ich doch nicht. Haben das alle gehört? Ich hab's gehört. Das langt, dann sind wir abgesichert. Irgendwelche Vorkenntnisse? Todesmutige Sprünge, verzweifelte Faustkämpfe, Explosionen um mich herum, was immer Sie brauchen. Okay, Leute, Bewegung. Wir drehen die Szene am Ende des Strandes. Nein, tun wir nicht. Die Kamera hängt immer noch hier fest. Mist, hatte ich ganz vergessen. Kommando zurück, Stobbert. Wir müssen doch diese Höhle hier benutzen. Was? Die Kamera hängt fest.
Ich will ihn nichts mehr fragen. Okay, vielleicht können wir da irgendwie helfen, dass das nicht so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch einen Stunt machen können, aber... Das ist der Kameramann. Er sieht nicht glücklich aus. Was halten Sie von Heiko McEwan? Was gibt es da groß zu halten? Der Kleine hat wahrscheinlich in der Pubertät mehr verdient als ich im ganzen Leben. Ich wünsche ihm viel Glück. Mr. Hawks mag diese Höhle hier nicht. Er sagt, sie sei nicht cinematisch genug. Tja, wie das Leben so spielt. Der Kamerawagen steckt im Sand fest. Wenn er den Dreh heute machen will, dann heißt es diese Höhle oder keine. Da drüben ist eine ganz brauchbare Höhle an der anderen Seite der Bucht. Die in der Felsnadel? Dafür bräuchten wir einen Stuntman. Sie haben doch einen Stuntman. Wir haben keinen Stuntman. Bird hat sich bei diesem dämlichen Mauersprung den Rücken verletzt. Ich? Hallo, hier. Ich bin der Stuntman. Eine tragbare Filmkamera. Her damit. Flash? Jo? Wir können nicht an der Felsnadel drehen, weil der Kamerawagen feststeckt, stimmt's? Mitten ins Schwarze, Partner. Warum nehmen wir dann nicht einfach die Handkamera? Hey, weißt du, das ist gar keine schlechte Idee. Ernst? Echt jetzt? Das ist ja... Naja, gut. Der arme alte Bird sieht mitgenommen aus. Was auch nicht weiter verwundert, wenn man bedenkt, was er meinetwegen an den Palisaden mitgemacht hat. Tag, Bird. Sag bloß nicht Tag zu mir. Bist mir ein schöner Freund. Was ist denn los? Hä? Tja, du hättest dir den Palisaden da halt nicht zu nahe kommen dürfen. Du hast Glück, dass da keine Parmesankrieger mit bei waren. Was? Ich habe eine prima Idee. Warum verkleiden Sie sich nicht als Jim Hawkins und klettern zu dieser Höhle da oben? Welche Höhle? Die Höhle da? Du hältst mich wohl für bescheuert. Hab mir den Rücken verknackst, als mich diese Hornissen über die verdammten Palisaden gescheucht haben. Keine Chance, dass ich da raufklettere. Naja, das schränkt die Auswahl etwas ein. Wie ist das so, mit Carlton Hawks zu arbeiten? Ein verdammtes Elend, Kumpel. Bei welchen Filmen haben Sie denn so mitgemacht? Kennst du noch Todesritter des 10. Grades? Der psychotische Biker, der in den Schulbus gerast ist? Das war ich. Oder was ist mit Sie beteten zu Satan? Ich war der Typ in der Krankenhausszene. Du weißt doch, der da anfing zu brennen. Und dann durch das verdammte Dachfenster fiel. Ich glaube, die habe ich im Kino verpasst. Es muss doch cool sein, so durch die Welt zu reisen. Ja, nett hier, nicht? Meine Beryl liebte die See. Freien Tag in Clacton. Echt wuchtig. Bisschen Aalengelee runterspülen mit einer Flasche Böckstoff. Ein Ründchen abzocken beim Bällchenhüpfen und dann die Stadt aufmischen. Natürlich, damals konntest du mit einem Zehner die Nacht noch wie King Louis leben. Tombola, schaumige Tasse Kaffee auf der Uferpromenade. Wissen Sie, irgendwie habe ich nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie da reden. Ja, ich wollte auch gerade fragen, was? Hören Sie, Bird, was ist los? Du hast vielleicht Nerven, du. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast mir den Pfannkuchen nur gegeben, damit die Hornissen auf mich losgehen. Aber Bird, sowas tut mir doch auch weh. Wie können Sie sowas auch nur denken? Ganz einfach, indem ich mir die Beweise ansehe. Ich weiß ja sowieso nicht, warum Sie immer noch Stuntman sein wollen. Weil das alles ist, was ich kann, oder? Wenn ich das nicht mache, was mache ich denn dann? Wie wäre es mit einem Job als Stunt-Koordinator? Was denn das? Sie stehen einfach rum, so mit dicker Jacke und Baseballmütze und erzählen den Stuntleuten, was sie tun sollen. Kann ich denn sowas? Hey, Sie machen diesen Job seit Jahren und leben immer noch. Das muss doch gut sein für die Arbeitsmoral. Nö, also ich weiß nicht. Sie kriegen Ihr eigenes Megafon. Ich mach's. George Stobbart, internationaler Abenteurer, Halsbrecher, Waghals und freibeutender Berufsberater. Ich mach's. So, Heiko, was mit dir? Heiko? Hallo. Hey, Heiko. Miau, Mann. Ich will ihn nichts mehr fragen. Miau, Mann. Okay, sieht ganz danach aus, als müssten wir die tragbare Kamera nehmen und unseren eigenen Film drehen. Das ist doch auch mal was Schönes. Ich habe mich mit dem Kameramann unterhalten. Er hat eine tragbare Kamera. Und? Dann können Sie doch in der Höhle in dem Felsen hinten am Ende des Strandes drehen. Das ist die dramatischste Höhle, die ich je gesehen habe. Wir haben keinen Stabilisierungsgurt dafür.
Die Kamera würde wackeln. Hatte Griffiths etwa einen Stabilisierungsgurt, als er The Birth of a Nation gedreht hat? Sie haben recht zum Henker. Hitchcock, Wells, keiner von denen brauchte sowas. Ja, genau. Und Sam Raimi stabilisierte seine Kamera auf einem Brett? Requisite, besorgt mir ein Brett, wir schreiben Filmgeschichte. Ganz heiße Kiste, wir machen einen Cinema Verité Piratenfilm. George, ab in die Maske, wir machen aus Ihnen einen Star. Schon unterwegs. Ich wäre soweit, Mr. Hawks. Okay. Mit der Glückskohle noch aufgekloppt und... Es ist der Stein, den Ketch von den Spaniern erbeutet hat. Papiere? Der Adlerstein.